Moin Moin und willkommen zu Beyond Soul. Ja, wir sind hier gerade angekommen in dem Sektor, in dem ich jetzt noch eine Radarstation setzen will. Obwohl ich ja gerade in der letzten Folge selbst angemerkt habe, dass ich ja eigentlich sparen möchte. Aber jetzt ziehe ich das durch und mache die Linie hier fertig. Piratenkopfgeld könnte man ja, ne? Aber ist wieder im Asteroidenfeld, ist ein bisschen heikel. So, den da holen wir uns noch. Dann habe ich die Linie. Ich arbeite gern in Linien, also Kästenformat und so weiter. Weil das halt meinem Ordnungswunsch entspricht. Der auch nicht. Der da. Ja, greif doch an. Die Kleinen sind viel zu flink. Kommst du her? Das ist ja immer noch, das sind ja immer noch mehr. Gar nicht mehr auf. Nee! Boah, hat's einen erwischt. Wie ist dein Zustand? Du bist auch fast komplett im Arsch. Und dich kann ich... Ach doch, kann ich. Aber nur keine Zahl dran. Ja, müssen wir wenigstens ein bisschen Ressourcen rausholen, ne? Eine Handvoll? Okay. Ja, fliegen wir zurück zur Stadt, holen uns ein neues Schiff und reparieren das andere Schiff. Na gut. Ach, wir haben schon wieder Minuspopulation. Wieder ein neugieriger Blick zu denen. Oh, jetzt kabbeln sich da. Also Zoon ist die kleinere Stadt mit weniger Fläche, aber die sind irgendwie auf dem Vormarsch. Habe ich so das Gefühl. Bei euch passiert auch nicht wirklich was. Ja, da sieht man das. Unsere Flotte ist um die Hälfte reduziert. Das scheint tatsächlich an den Level mitzuliegen, wie viele Punkte eine Flotte ausmacht. So, reparieren. Müssen wir halt einen sauren Apfel beißen und ein neues Schiff kaufen und somit mit dem Geld wieder zurückfliegen. Kannst upgraden. Ja, das müssen wir leider auch tun. Sind wir nochmal wieder auf 60.000 runter, aber dafür kommt jetzt auch das ganze Geld rein. Ja, aber ich sehe auch gerade, wir müssen beides upgraden, auch die Stromversorgung, beziehungsweise erweitern. Oh, da haben sie Frieden gemacht. Ich guck mal eben wieder, die Station steht da auch noch. Gut. So, überlege ich gerade, Frachtraum voll. Schön wäre auch so ein Button hier, alles rüber. Das wäre dann ordentlich Arbeitselektro. Oh nein, jetzt habe ich gekauft. Ach, wie blöd. So. Weg damit, weg damit, weg damit. 97.000, so knapp davor. Sag ich mal dazu. Ja... Du,
Genau. Da fehlen uns jetzt natürlich die Ressourcen und so. Nicht gerade wenig. 40 Titanium, 40 Iridium. Okay. Brauchst du Ressourcen? Ja, du brauchst Ressourcen. Gut, dass ich alle rausgehauen habe. Hm. Dann sammeln wir mal Ressourcen. Eigentlich muss ich auch ein bisschen Verteidigung in die Stadt mit reinsetzen. Die wächst ja immer mehr und ja, ich muss dann die einzelnen Bereiche auch extra schützen. Also dass da so eine flächendeckende Abdeckung hinkommt, deckenderweise. Deckmantel der Friedfertigkeit. Aber ja, da will ich jetzt natürlich weder Ressourcen noch Geld für ausgeben. Also ja, ich will immer mehr Drohnen losschicken, als ich habe. So, das andere ist ein Dor. Und ich habe ja noch die beiden Felder. Ja, das Command Center Upgrade wird irgendwann nächstes Jahr mal kommen. Es zieht sich ein bisschen hin. Selbstgemachtes Leiden, würde ich mal sagen. Und ich will die Piratenbasen endlich loswerden. Das ist ein Schandfleck in meinem Territorium. Noch direkt neben der Stadt. Das nee, nee, nee. Jetzt habe ich vergessen, was ich hier wollte. Ein Frachter abbauen. Gut, dann fliege ich ein Stückchen näher ran. So. Gut. Gut, gut, gut. Obwohl, da ist ein Asteroid, ne? Da ist ein Asteroid. Jetzt habe ich vergessen, wie viele Ressourcen wir ungefähr brauchen. Aber das waren, glaube ich, drei verschiedene Ressourcen in recht hoher Stückzahl. Oder? So 40 von jedem? Dip, 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 dip. Na, komm, komm, komm. Gerade ein Schiff verloren. Nee. Möchte ich jetzt nicht unbedingt ersetzen. Falls nochmal ein Schiff drauf geht oder zwei Schiffe oder drei oder vier, fünf, sechs. Da ist ja auch noch die Piratenbasis. Stimmt ja. Stimmt ja. Oh, da kann man übrigens sehen, die Mining Station hat er geupgradet auf Stufe 2. Hm. Was wollte ich hier? Achso. Jetzt weiß ich wieder, was ich hier wollte. So. Pirat Kopfgeld. Ja, so eine Military Station klingt ja an sich ganz nett, aber ich sehe für mich noch nicht den Sinn, das Ding zu bauen. Später vielleicht mal. Zum Beispiel hier eine Military Station, damit diese Bereiche komplett abgedeckt sind, dann kann man die Radarstation und die
Minenstation voll updaten und weiß dann, dass die Überfälle dort nicht mehr erfolgreich sein werden, wenn wir eine Flotte haben. Oh Gott, ich hoffe, die Flotte wird auch repariert. Da stand nichts von bei dem Patch. So, hoffentlich klappt's, hoffentlich klappt's, hoffentlich klappt's. Nein! 32 ausmachen. Okay, das können wir uns aber leisten. Kaufen, kaufen. So. Und Upgrade. Da wird man übrigens automatisch vom Landepad weggeworfen und muss wieder landen. Yay! So, können wir mal zeigen. So, jetzt ist der Radius hier etwas größer geworden, an dem wir bauen können. Bei der maximalen Stufe geht das, glaube ich, ungefähr bis hier. Achso, ich wunderte mich gerade. Was ist das denn? Dieses Stückchen da unten? Soll das so sein? Ist das eine Orientierungshilfe oder wie jetzt? So, Population. Population. Ström. Ach, nicht genug Thorium habe ich auch noch. Wie viel Thorium brauchst du denn? 8. Na gut, kaufen wir auch noch 8 Thorium. Und setzen den halt da an. So, Strom haben wir reichlich. Oh, oh, oh. Das Spiel will mich ärgern. So. Packen wir alles in die Stadt. Ich würde ja die Lager. Ich muss wirklich Lager updaten. Jetzt gucken wir mal eben. Hangar. Hangar. Da setzen wir einen hin. Ja, das Ärgerliche ist, so ein Hangar hat nur 2 Punkte, an die man ansetzen kann. Eben den da und auf der Seite. Deswegen muss man die irgendwie mit einbringen und dann versuchen, die restliche Stadt drumherum zu flechten. Das ist nicht sehr schön. Oh. Oh. Ja gut, dann heißt es wohl wieder Ressourcen sammeln. Oh, 2 Punkte. Oh. Ich dachte, der Hangar, wenn man ihn neu baut, bringt nur einen. Wurde das geändert oder habe ich mich einfach getäuscht? Wurde bestimmt geändert. Und ihr? Nicht mal wieder langsam Zeit für einen Krieg oder so? Und ihr beide da auch? Ich meine, guck das mal an hier. Der setzt sich da einfach neben dich. Ist eine permanente Bedrohung. Guck dir mal die hässliche Farbe an. Ich meine, deine ist auch nicht schöner, aber trotzdem. Ja, da werden wir jetzt einen Asteroiden einsammeln und gleichzeitig auf einen Distress Call antworten. Bist du überhaupt heile? Bist du heile? Bist du heile? Lass dich anklicken. Widerspenstiger Kreuzer. Ja, hier kann man das sehen. Also, als wir vorhin anfingen, waren wir, glaube ich, bei 2400 noch was mit den Kreuzern. So, Feind. Halt. Erst. Nein, nein, nein. Erst Sonden. Drohnen. Die Drohnen drohen lassen. Gut. Passt auch noch für beide. Und jetzt helfen wir dem Händler. Piep, piep. Oh, Preis für Palladium geht runter. Ja, wollt ihr nicht mal einschreiten, ihr beide?
So, gucken wir mal. Kriegen wir einen Bonus von 18% für 15 Minuten. Hier unten sieht man das. Nett was zugekommen, ne? Und 4000 Credits nochmal extra. Ja, das lohnt sich. Und die Kreuze sind nicht mal beschädigt worden. Yay! So, zurück wollte ich aber noch nicht. Wir wollten noch Ressourcen sammeln, ne? Haben wir Platz? Platz haben wir noch. Wir haben noch Platz. Wir haben noch Platz. So, jetzt könnten wir auch die anderen Discourse Call beantworten, hinfliegen und so weiter. Würden ja den Bonus, der würde immer weiter aufstocken. Aber höher als 100% habe ich ihn noch nie bekommen. Das scheint so das Maximum zu sein. Auch wenn man sich das mal überlegt, man zählt 10.000 Tarife ein und kriegt dann nochmal 10.000 drauf. Das, ja, lohnt sich. Das lohnt sich dann wirklich mal, immer hin und her zu fliegen und die Notrufe zu beantworten. So. Und jetzt noch einen schönen dicken Frachter. Einen schönen dicken Frachter. Hey. Komm, komm. Zeig dich. Von Elysium Prime. Ja, aber an dieser Stelle wird es mal wieder Zeit für einen kleinen Cut. Darum werde ich die Folge hier beenden. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.